Herzlich willkommen zum Energieupdate für die Woche vom 6. bis 12. Februar 2023. Mein Name ist Heike Bartels und wie in jeder Woche, so möchte ich auch in dieser Woche mit euch teilen, was mir meine Guides für diese Woche an Informationen mitgegeben haben. Das erste Thema ist Reinigung und Ausmisten oder Aufräumen. Und das führt zu einer sehr tiefen, tiefgreifenden Heilung. Wir sind in einer Zeit, in der es gilt, die gesamte Vergangenheit zu heilen. Und das ist natürlich ein langer Prozess. Das geht nicht allein in dieser Woche, aber ihr beobachtet das sicherlich auch schon länger. Durch die Ereignisse der letzten Jahre wurde dieser Prozess deutlich beschleunigt. Nicht nur dadurch, dass die Zeitqualität insgesamt auch schneller läuft. Ja, und es geht letztendlich darum, die Gedanken, Gefühle zu heilen und zu gucken, wo hast du das Gefühl, wenn du das jetzt hörst, Reinigung und Ausmisten, dass du mal wirklich alles durchgucken musst, ausmisten musst in deinem Gehirn, ja, deinen Gedanken, in deinen Emotionen und auch ganz dinglich sozusagen in deinem häuslichen Umfeld, am Arbeitsplatz vielleicht. Wo gibt es da Ecken oder Räume, die irgendwie ja, dich sozusagen zurück dich zurückziehen lassen, wo du also irgendwie hinguckst und dann denkst du, nee, da gehe ich jetzt nicht ran. Ja? Und die du sonst nicht angeguckt hast, die du vermieden hast, darum geht es jetzt, das anzugucken und diesem Gefühl, da müsste ich aber mal ran, nachzugehen und das zu machen. Ja? Und es geht natürlich erstmal darum, mental, was kommt dir immer wieder in den Sinn? Das ist nicht umsonst da. Und was die Gefühle angeht, vielleicht merkst du, dass du Stimmungsschwankungen hast, dass du dich erschöpft fühlst, frustriert, verärgert, enttäuscht. Das ist alles normal. Aber wenn das immer wieder in einer bestimmten Intensität kommt, dann möchte es uns was sagen. Und auch wenn wir durch unsere Sachen gehen, alles durchgucken, setzt das Gedanken und Gefühle frei. Und all diese Gedanken, Gefühle und dann auch die freigesetzten bei einer Umräum-, Aufräum-, Ausmistaktion Gefühle und Gedanken aufzuschreiben, das kann sehr hilfreich sein. Und vielleicht möchtest du auch einfach nur einen Gedanken notieren und dann lässt du die Seite frei und dir einige Zeit frei geben, etwas anderes machen, deinem normalen Tagesablauf folgen und gucken, okay, was kommt da? Was kommt dazu? Und dann ergänzt du das und liest es nochmal durch. Genauso mit den Emotionen und auch wenn du durch deine Sachen gehst. Und was kommt da in dir hoch? Wichtig ist dann natürlich rauszufinden, woher kommen diese Gedanken? Sind die erst kürzlich entstanden oder sind sie vielleicht sehr viel älter? Da wir hier tiefgreifend arbeiten seit einiger Zeit, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie sehr alt sind. Und deshalb lohnt es sich wirklich, das alles aufzuschreiben. Und es ist wichtig, dass du dich dafür nicht verurteilst oder denkst, du dürftest das alles nicht und das ist alles falsch. Nein, es ist genau richtig. Und beschuldige dich auch nicht oder denke, dass du für alles verantwortlich bist. Wir sind nur für die Dinge verantwortlich, die wir ändern können. Und zwar in uns. Alles andere ist nicht unsere Verantwortung. Und das mag sehr erschreckend klingen und da kann man sich jetzt auch sehr machtlos fühlen angesichts vieler Ereignisse. Und das hilft natürlich auch nicht, sondern was hilft, ist in die eigene Macht zu kommen. Und das schafft man, indem man in sich etwas verändert. Und natürlich, klar, vielleicht auch ein Stück weit im Außen. Ausmisten ist unglaublich hilfreich und dann vielleicht auch neu dekorieren und so weiter. Und dabei wird sehr viel Potenzial freigesetzt, Gedanken, Gefühle. Deswegen ist es hinterher so wichtig, wirklich einen Spaziergang zu machen, vielleicht im Wind und im Regen oder unter die Dusche zu gehen ordentlich
oder ein Bad zu nehmen, ja, um diese Energien abzuwaschen oder wegwehen zu lassen, wenn man draußen im Wind ist. Das ist einfach wichtig, sich davon zu befreien. Aber natürlich die Botschaft, die sie für uns haben, die möchten wir auch gerne mitnehmen. Deswegen notier dir alles und dann frage dich immer jeweils, wenn du in so einer Stimmung oder solchen Gedanken bist und diese Schwere fühlst, was kannst du jetzt für dich tun, damit du dich besser fühlst? Denn das, Abraham Hicks sagen das immer so wunderbar, das ist deine Aufgabe, für dein Wohlbefinden zu sorgen und das nicht in einer egoistischen Weise, sondern in einer Weise, die wirklich allen hilft. Ja? Also im Klartext, du tust etwas für dich, was niemandem schadet. Wenn du spazieren gehst, schadet das niemandem. Oder schöne Musik hörst, dir eine Tasse Tee kochst, es ist alles gut. Genau. Und auch mal eine Pause machst. Ja? Und dann muss man vielleicht auch mal jemanden warten lassen, aber man kann das Universum darum bitten, dass man diese Pause bekommt, wenn sie wirklich wichtig ist. Und das weißt du, ob sie wichtig ist in dem Moment. Genau. Ja, und wenn du all diese Fragen für dich beantwortet hast in diesem Klärungsprozess oder durch diesen Klärungsprozess, wird dir dann sicherlich klar, was du in deinem Leben noch gehen lassen möchtest, was du, wo du herausgewachsen bist und was du nicht mehr möchtest. Und da ist es auch ganz wichtig, ich habe das Gefühl manchmal, es gibt so eine Art Modeerscheinung, Menschen aus seinem Leben zu schmeißen. Und das meine ich hier nicht. Da ist es immer ganz wichtig, energetisch zu arbeiten. Dadurch gibt man nicht nur den Menschen eine Chance, sondern auch dem Universum. Zum Beispiel, indem man einen Abschiedsbrief schickt. Diese Briefe werden nie abgeschickt. Die sind eine Klärung des Geistes. Da kann man sich von Charakteristika dieser Menschen verabschieden, die man nicht mag, wenn man sie in seinem Leben weiter braucht. Von einer Charaktereigenschaft zum Beispiel. Und das Allerwichtigste immer, das Geschenk, das die Menschen bringen, nämlich die Lebenslektion, die sie uns schenken, die wertzuschätzen und darauf die Betonung zu legen, nicht auf das, was man ablehnt oder nicht mag, sondern auf das, was sie einem bringen. Ja, und mindestens bringen sie uns mehr Klarheit darüber, wer wir selbst sind und wer wir sein wollen und was wir in diesem Leben möchten und auf dieser Welt. Das zweite Thema ist frischer Beginn, ja, ein frischer Neubeginn. Und Neubeginn, Neubeginn, wir haben es immer, vielleicht nervt es schon langsam, aber es ist die Energie und die wird uns begleiten, denn wir sind in einer tiefgreifenden Transformation als Kollektiv und natürlich damit auch persönlich. Da kommen wir nicht raus. Also, dieses Wort ist das, was es ist, Punkt. Und das kommt natürlich aus einem ganz tiefgreifenden Bedürfnis und Wissen, dass sich etwas ändern muss. Und auch daher, dass in den letzten Jahren diese Energie sehr zurückgehalten wurde. Durch Restriktionen, Limitationen, Grenzen, was auch immer das alles war, wurden wir klein gehalten und bestimmte Dinge waren einfach nicht möglich. Aber diese Energie braucht Ventile. Und da müssen wir sehr vorsichtig mit sein und sehr darauf achten. Das konnte man zum Beispiel an Neujahr in Deutschland beobachten. Die Kriminalität und Gewalt war beispiellos. Und das ist so ein Zeichen für diese zurückgehaltene, aufgestaute Energie, die sich ein Ventil sucht. Und natürlich, sie braucht gesunde Ventile oder ein gesundes Ventil. Ja. Außerdem kann es auch sein, dass wir einfach die Nase voll davon haben, Mitgefühl haben zu sollen. Ja, die Gesellschaft ist derzeit geteilt. Es gibt viele verschiedene Meinungen und Strömungen und die haben alle ihre Berechtigung. Aber wir müssen das nicht alles verstehen. Und wir müssen auch nicht für alles Verständnis haben. Wichtig ist, dass wir für uns selbst Verständnis finden und dass wir wissen, wer wir sind und was wir hier wollen. Und dann mit Liebe durch die Welt gehen und dann passiert im Prinzip auch nichts. Wir müssen nicht alles verstehen. Uns selbst zu verstehen, genau, das war hier wichtig. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit dem, was wir ins Leben bringen wollen, nicht ganz schnell vorwärts
streben wollen. Jetzt so, ich habe jetzt die Nase voll und so weiter. Da merkt man schon im Körper, dass eine gewisse, ein gewisser Widerstand, eine gewisse Spannung kommt. Und das ist natürlich Widerstand und bedeutet, wir sind nicht im Flow mit dem Universum. Und das ist ganz wichtig, dass wir rein über unsere Intuition gehen, damit wir im Flow mit dem Universum sind. Das bedeutet, erstmal einen Plan machen und den Schritt für Schritt umsetzen. Das bedeutet aber nicht, dass man wirklich diesen Plan dann ganz genauso umsetzt, sondern man macht einen Schritt und dann guckt man, was hat sich jetzt verändert? Habe ich erreicht, was ich wollte? Dann, und es fühlt sich alles richtig an, dann macht man den nächsten Schritt. Wenn man aber vielleicht noch nicht erreicht hat, was man möchte und oder sich irgendetwas geändert hat, verändert hat, womit man nicht gerechnet hat und was eine Veränderung der eigenen Pläne erfordert, dann ist es wichtig, die Flexibilität zu haben, Geduld zu haben, mehr Informationen zu sammeln und dann den nächsten Schritt entsprechend anzupassen. Niemals seine Träume aufzugeben, das sage ich hier nicht, sondern immer zu gucken, was ist der leichte Weg. Der leichte Weg ist nämlich der Weg des Universums. Und es ist natürlich immer ein aufrechter Weg. Alles andere ist gegen die Naturgesetze. Genau. Und wird vom Universum entsprechend dann auch beantwortet. Genau. Ja, und die Meister sagen auch noch, wenn wir so einen Schritt-für-Schritt-Plan haben, dann ist es oft so, dass wir damit auch eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Und da ist es ganz wichtig, auch bezüglich der Geschwindigkeit flexibel zu sein. Es kann sein, dass ein Schritt gefühlt ewig dauert und der nächste geht von allein. Ja? Und das zuzulassen ist wichtig. Wir müssen nicht immer für alles hart arbeiten, das ist das eine. Und aber wir müssen auch was tun. Wir dürfen auch was tun auf der anderen Seite. Also da eine Balance zu finden und dem Universum zuzugestehen, mitzuarbeiten, das ist jetzt ganz wichtig. Und zu wissen, es arbeitet immer für uns, mit uns. Ja, genau. Also es geht wirklich darum, dass wir uns nicht limitieren, nur an unsere Pläne halten, nur an unsere Geschwindigkeit, sondern dass wir offen sind für die Partizipation des Universums. Die Botschaft der Meister in dieser Woche. Und zwar sagen sie, sorgt dafür, dass ihr Momente in eurem Leben, in eurem Alltag habt, in denen ihr euch gut fühlt. Und sie meinen wirklich Momente. Einfach Fenster aufmachen, durchatmen und an die Sonne denken, die vielleicht gerade nicht scheint. Eine Tasse Tee genießen oder schöne Musik, Meditation natürlich, Spaziergang draußen, sich Blumen kaufen vielleicht, den Frühling auf diese Art und Weise einladen und natürlich auch bewusstes Workout machen mit dem Körper, denn unser Körper hat die Aufgabe, die Energien zu transformieren, die jetzt gerade hier auf dem Planeten sind. Das wird das geschieht durch unseren Körper. Und dafür braucht er auf jeden Fall Unterstützung. Und sie sagten, Heike, du musst dein Workout nennen. Genau. Das findet ihr auf YouTube at feelgoodworkout444. Und worum es genau geht, das kann man in der Kanalinfo sich kurz anhören. Es gibt 3 Playlisten für die verschiedenen Sprachen. Wählt euch das aus, was ihr braucht, und es geht nicht darum, die Übungen perfekt zu machen, sondern darum zu fühlen, was beschrieben wird und genau auf die Linien zu achten. Das fördert die Intuition unglaublich, kann ich nur sagen. Und wir haben diese energetischen Umwandlungen dann durch unseren Körper und das macht unseren Körper sehr gesund und sehr widerstandsfähig. Ja. Genau, den Rest könnt ihr gern für euch selber rausfinden, aber das sollte ich jetzt eben kurz sagen. Und dann, negative Emotionen ist immer ein Indikator für Widerstand. Und das bedeutet, dass wir nicht genügend Vertrauen haben in das Leben und in das Universum. Und da möchten uns die Meister ermutigen oder meine Guides,
dass wir immer gucken, wenn negative Emotion da ist, wo kann ich mehr Vertrauen haben in das Leben und in das Universum und natürlich eigentlich auch in mich. Aber ich weiß, das ist für viele die schwerste Aufgabe. Also wenn man erstmal versucht, in das Leben und in das Universum Vertrauen zu haben, ist man auf der sicheren Seite. Genau. Und dann erinnert euch auch gerne, wo euch das Leben schon mal überrascht hat. Erinnert euch an die Wunder, die in eurem Leben geschehen sind. Und das ist genau der Punkt. Wenn ein Wunder geschieht, hat man keinen Widerstand. Wunder sind kreierbar. Dadurch, dass man weiß, ich brauche ein Wunder, ich kann hier nichts mehr machen. Aber ich bin auch nicht im Widerstand. Ich lasse alles zu, was jetzt geschieht. Das ist die Energie für Wunder. Und froh, freudvoll, leicht, spielerisch, inspiriert zu sein. Ja, und deswegen ist es so wichtig und zieht sich hier durch das ganze Energie-Update. Fühle dich gut, sorge für dein Wohlbefinden, sorge für dich. Ja, und genau darum geht es in dieser Woche. Das ist ganz wichtig, dass wir gut für uns selbst sorgen, in dem Wissen, dass es allen hilft. Und natürlich, wie schon oben erwähnt, Selbstfürsorge bedeutet nicht gegen irgendjemand anderen, sondern nur etwas für mich zu tun. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr hier seid, denn ohne euch läuft hier nichts. Deshalb ganz vielen Dank fürs Teilen, Liken, Kommentieren und Abonnieren, denn dadurch wächst diese Gemeinschaft und damit unterstützt ihr nicht nur mich, sondern hoffentlich auch ganz viele andere Menschen, die jetzt neu hinzukommen und dann auch diese Informationen für sich anwenden können und hoffentlich glücklicher und gesünder sind, denn das ist ja mein Herzensanliegen. Also bitte achtet auf euch, ihr seid wichtig, ihr werdet jetzt gerade sehr gebraucht und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Woche und nochmals herzlichen Dank.